Heute haben wir noch mal ein richtig spezielles Produkt für euch. Warum speziell? Das gibt es hier in Europa so nicht zu kaufen. Viele kennen vielleicht den Ammo YouTube-Kanal und hier schauen wir uns heute mal von Ammo das Skin Defense Seal etwas genauer an. Ist ein sehr beliebtes Produkt in den USA. Wie gesagt, ist so nicht hier erhältlich, kostet in den USA 65 Dollar. Es wäre jetzt auch gemein, das in Euro umzurechnen, weil dann kommen noch Steuern dazu. Wir sagen einfach, es kostet 65 Dollar in den USA und ich möchte das einfach mal auch hier in unseren Breitengraden in den Test nehmen. Auch in den USA gibt es durchaus Wintertage und das Klima ist jetzt nicht so viel anders als bei uns, vor allen Dingen in den Staaten, wo auch hier Ammo ansässig ist. Deswegen würde ich es gern auch mal hier bei uns in Deutschland in den Test nehmen, wird es auch bei uns gut halten und wie viel Schutz bietet das? Wir haben es hier mit einer Lackversiegelung auf Polymerbasis zu tun und von der Anwendung her ist das sehr einfach. Auf der Rückseite findet ihr auch nochmal alle Infos. Soll einfach hier auf den sauberen, trockenen und kühlen Lack aufgetragen werden. Gereinigt habe ich schon. Ich habe sogar nochmal entfettet. Steht ja auch nicht nochmal extra drauf. Trotzdem mache ich das immer auch nochmal, um die letzten kleinen Shampoo-Spritzer oder so zu entfernen, die vielleicht doch zurückgeblieben sind. Oder wenn man hier mal mit dem Finger drauf gefasst hat, um einfach eine möglichst perfekt vorbereitete Oberfläche vorzufinden. Im Anschluss soll es einfach hier in gleichmäßigen Bahnen aufgetragen werden und nach 1 bis 3 Minuten mit einem weichen Mikrofasertuch auspoliert werden. Und es wird auch empfohlen, hier eine zweite Schicht draufzulegen, um den Schutz noch zu verstärken und auch den Glanz noch zu verstärken. Beim Thema Glanz, ihr wisst ja, das ist ein sehr subjektiver Eindruck. Der eine sagt, ich sehe hier einen megamäßigen Mehrglanz, der andere sagt, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Wir konzentrieren uns eher auf den Lackschutz und im Anschluss werden wir auch schauen, wie lange wird das hier in unseren Breitengraden jetzt für den kommenden Winter durchhalten. Tragen wir mal gemeinsam hier das Ammo Skin Defense Seal auf. Los geht's. Ich werde das Ammo Skin hier auf die Beifahrertür auftragen. Hier haben wir genug Fläche und auch zwei Bereiche, die ja unterschiedlich von der Belastung her sind. Hier oben, das hält sich immer noch in Grenzen. Hier unten wird es dann meistens immer etwas schwieriger für so ein Lackschutzprodukt. Und hier haben wir wieder dieses typische amerikanische Füllmaß. 473 Milliliter, 65 Dollar. Müsst ihr selber entscheiden, ob das jetzt teuer oder günstig ist. Ich finde es ja doch eher im gehobenen Bereich. Und vom Auftragen her ist es sehr einfach gestaltet. Hier oben den Deckel abschrauben, hier innen den kleinen Schutz rausnehmen und dann sieht das von der Farbe her aus wie so ein Flüssigwachs. Hier so leicht gelblich und ihr sollt einfach hier euch eine geeignete Menge auf das Pad drauf geben und dann den Lackschutz hier in geraden Bahnen einfach verteilen. Und das ist eigentlich von der Auftragevariante her sehr einfach gestaltet. Viele fragen ja auch immer nach dem Geruch und ich überprüfe das mal für euch. Von der Farbe her gelblich gehalten, aber ich kann euch sagen, es riecht jetzt nicht nach Bananen oder so, auch nicht stark unangenehm oder nach Lösemittel, ja, schwer zu beschreiben. Vielleicht im entferntesten Sinne vielleicht so Richtung Vanille, aber auch wirklich nur im entferntesten Sinne. Also für alle Duftfreunde, ich denke mal, hier ist dann die Leistung des Produkts eher entscheidend als dann der Duft. Jetzt kommen wir zum Auftragen. Ihr braucht so ein kleines gelbes Applicator-Pad. Ich mache es genauso wie der Larry in seinen Videos. Was ich ein bisschen schade finde, hier oben ist keine Dosierhilfe dabei. Ihr habt hier nur dieses ganz normale Loch, was in der Flasche oben drin ist. Und jetzt müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr euch hier einen ganz dünnen Streifen drauf macht. Erstmal von der Konsistenz her leicht cremig, so würde ich es mal bezeichnen. Ich mache mir hier mal so ein etwas größeres X drauf. Das reicht aber schon völlig aus und ich denke mal, damit würdet ihr schon eine ganze Weile hinkommen. Um das hier zu verteilen, einfach mit dem Handschuh etwas breit reiben oder wie Larry das macht, hier so einmal das Pad zusammendrücken und dann habt ihr eigentlich eine sehr gut benetzte Oberfläche. Und jetzt ist es ziemlich easy. Ihr setzt einfach hier oben an und geht in geraden Bahnen drüber. Und selbst wenn hier oben etwas mehr Produkt drauf ist, ist es kein Problem, lässt sich wirklich problemlos verarbeiten. Und ihr nehmt dann einfach nochmal das Produkt von hier vorne mit hier hinter und verarbeitet es jetzt sozusagen gleichmäßig in geraden Bahnen. Auch hier entsteht so ein leichter Film, das ist überhaupt kein Problem. Beachtet einfach nur, dass ihr alle Bereiche erwischt. Und wenn ihr merkt, hier oben habt ihr zu viel Produkt drauf, nehmt euch einfach nochmal etwas Produkt mit in den unteren Bereich und verteilt das dann hier unten weiter. Geht wirklich problemlos. Einfach in diesen geraden Bahnen und dann machen wir nochmal einen Querstrich, damit wir auch eine schöne 100%ige Benetzung erreichen. Genau unten bis zur Kante. Und jetzt starten wir sozusagen nochmal hier oben so eine leichte kreisende Bewegung und damit erreichen wir auch eine 100%ige Verteilung. Also von der Verarbeitung her erinnert mich das irgendwie auch an so ein Flüssig-Kanauber-Wachs-Produkt, weil es lässt sich echt problemlos verarbeiten. Und jetzt können wir hier mit diesen Querbahnen fortfahren und da erreichen wir wirklich eine gute Verteilung. Also von der Verarbeitung her gibt es hier überhaupt kein Defizit. Gleichmäßig verteilen.
und nach 1 bis 3 Minuten können wir das dann mit dem Mikrofasertuch auspolieren. Ihr seht, wir haben hier so einen leichten Schleier jetzt drauf, den wir nach einer Minute, maximal 3, dann auspolieren sollen. Auch je nach Außentemperatur, wir haben jetzt so circa 15 Grad hier, das hält sich in Grenzen. Und ich denke mal, so 2 Minuten lassen wir es jetzt drauf und dann polieren wir das aus. 2 Minuten sind vorbei und wenn ich mir hier das so anschaue, diese Schlieren sind etwas zurückgegangen, ist jetzt schön abgelüftet und jetzt können wir das einfach mit einem relativ dünnen, aber trotzdem weichen Mikrofasertuch auspolieren. Und ich sag's nochmal dazu, ich finde, das ist wie so eine Canova Cream, das kennen wir ja auch zum Beispiel von Chemical Guys oder von anderen amerikanischen Herstellern, diese Flüssig-Lack-Versiegelungen. Also lässt sich spielend leicht auspolieren. Ich gehe hier einfach nur mit dem Tuch ganz normal drüber, ohne großen Druck. Ich lasse das Tuch hier nur ganz normal über die Fläche gleiten und das geht sehr, sehr einfach. Also von der Verarbeitung her wirklich top. Und da wir ja den maximalen Schutz erreichen wollen, lege ich jetzt hier auch nochmal eine zweite Schicht drüber. So steht es ja auch auf der Flasche drauf. Und da jetzt der Winter vor der Tür steht, bietet sich das ja an. Und von der Verarbeitung her war es ja super einfach. Also nochmal genau wie am Anfang, eine geeignete Menge drauf geben. Ob ihr jetzt hier so ein X drauf machen müsst, müsst ihr selber entscheiden. Ich mache einfach einen Punkt auf die Mitte, verteile mir das großzügig im Pad. Ihr könnt auch hier solche Punkte drauf machen, weil es lässt sich ja sehr leicht verarbeiten, gibt auch keine Schlieren oder so und dann verteilt ihr das wirklich gleichmäßig. Hier haben wir jetzt die zweite Schicht. 2,5 Minuten sind jetzt vergangen und jetzt können wir das auch auspolieren. Ich gehe jetzt einfach mal hier gleich über die Mitte drüber und dann seht ihr auch, dass diese feinen Streifen ohne Probleme auszupolieren gehen. Also von der Verarbeitung her, ich sage es nochmal, super einfach. Ihr werdet es jetzt gleich sehen, die Streifen verschwinden alle. Ich brauche überhaupt keinen starken Druck. Es bleiben keine Schlieren zurück. Also das gibt definitiv Pluspunkte hier, sehr einsteigerfreundlich. Aber ich denke, das kann man auch bei dem Preis von 65 $ erwarten, dass das sich hier gut verarbeiten lässt. Mal den groben Überschuss runtergenommen, nochmal eine frische Tuchseite nehmen. Aber es ist jetzt schon überhaupt nichts mehr hier zu sehen. Es fühlt sich auch alles sehr weich an. Das Tuch rutscht ohne Probleme hier über den Lack. Wir machen auch gleich den 50-50 Vergleich gegenüber einer unversiegelten Lackoberfläche. Ja, Lack fühlt sich sehr weich an, wie man das so von diesen typischen Flüssig-Canova-Creams kennt. Ich kann jetzt hier wirklich keinen Unterschied erkennen zwischen versiegelter Lackoberfläche und hier hinten der hinteren Tür unversiegelt. Vom Glanz her, es handelt sich ja hier um einen sehr neuwertigen Lack. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Punkt vergessen. Schauen wir uns das hier nochmal an. Hier hinten die Tür, die wir nicht versiegelt haben. Hier vorne jetzt die versiegelte Oberfläche. Ja, also ich spiegel mich so und so hier in diesem Fahrzeuglack. Aber so vom Gesamtlook her, es ist einfach eine saubere, vernünftige Lackoberfläche. Auch in einem guten Allgemeinzustand. Aber ob man jetzt hier so diesen extremen Glanzvorteil erkennen gegenüber der unversiegelten Fläche, das muss jeder am Ende selber entscheiden. Schauen wir mal an, ob wir hier auch ein bisschen Beading Sheeting Performance im Produkt mit drin haben. Nicht jedes amerikanische Produkt zeigt auch immer so ein super Beading Sheeting. Viele in Amerika legen eher Wert auf Glanz, auf Lackhaptik, dass es sich weich anfühlt. Das ist auf jeden Fall hier der Fall. Hier haben wir eine sehr weiche Lackoberfläche, hier wirklich sehr stumpf vom Gefühl her. Und jetzt schauen wir uns mal das Bild hier etwas genauer an. Erhalten wir hier vielleicht auch so einen Beading Sheeting Vorteil. Hier unversiegelte Lackoberfläche, einfach nur sauber. Wasserfilm läuft dann gleichmäßig nach unten. Alles sehr unförmig beim Thema Tropfen. Und jetzt schauen wir mal hier auf der anderen Seite nach. Und ich denke mal, so einen gewissen Schutz werden wir hier auch mit drauf gemacht haben, wenn es darum geht, hier den Easy-to-Clean-Effekt zu erreichen. Hier oben werden wir das auch nochmal gut sehen. Also so eine leichte Steigerung können wir auf jeden Fall feststellen. Hier unten sieht es ähnlich aus. Und deutlicher wird es dann auch nochmal bei einer größeren Wassermenge. Schauen wir uns das erstmal hier auf der Seite an. Also wir haben einen sehr dichten Wasserteppich, der sich zusammenzieht. Und auf der Seite, doch, das reicht schon wesentlich besser auf. Ob das jetzt so mit den schönen Polymerversiegelungen aus Europa oder aus anderen Ländern mithalten kann, da wird es schon doch ein bisschen schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu sehen. Auch hier oben in dem Bereich haben wir jetzt ein schönes Abperlverhalten.
Und auf dem Produkt steht auch nicht drauf, dass man das jetzt hier 12 oder 24 Stunden aushärten lassen muss. Deswegen gehe ich davon aus, dass man danach auch wieder in den Regen reinfahren kann. Wichtig ist nur generell bei so einem Lackschutzprodukt nicht im Anschluss dann sofort das Auto wieder waschen. Ist natürlich auch super unlogisch, weil ihr habt es ja gerade gewaschen und gereinigt und versiegelt. Dann braucht man das im Anschluss nicht sofort wieder waschen. Aber ich denke, ihr könnt auf jeden Fall hier in den nächsten Regenschauer reinfahren. Weil ihr seht, das Produkt funktioniert. Und das geht jetzt sozusagen für euch hier in den Langzeit-Wintertest bei uns hier in Deutschland. Und hier schauen wir uns mal den Look nach 24 Stunden an, hier vorne beim MO Skin. Die Seite ist ja unbehandelt, hier haben wir die behandelte Seite. Und was sagt ihr? Seht ihr jetzt hier einen starken Unterschied vom Glanzgrad her? Klar, wir haben den normalen, vernünftigen Lackzustand. Auch hier können wir mal von der Seite ein bisschen schauen. Ja, wir haben die vernünftige Lackoberfläche, aber es ist jetzt nicht identifizierbar, dass hier jetzt zum Beispiel das Skin drauf ist und auf der rechten Seite ist nichts drauf. Ich sehe hier absolut keinen Unterschied, auch vom Glanz. Das ist immer so sehr subjektiv, auch viel Placebo-Effekt, wie ich finde. Ich wollte es euch einfach mal nochmal mit zeigen, damit ihr jetzt den Eindruck nach 24 Stunden nochmal mitbekommt. Somit geht jetzt der Langzeittest hier für das Ammo Skin Defense Seal los. Hier drüben steht noch das Polymer Net Shield. Das haben wir ja in einem anderen Video auf der Fahrerseite aufgetragen. Deswegen ist das jetzt hier so ein Deutschland-USA-Duell. Können wir dann auch gern im Langzeittest nochmal direkt miteinander vergleichen. Weil ich bin der Meinung, dass das Polymer Net Shield auch ein direkter Konkurrent für das Ammo sein könnte, wenn das nach Deutschland kommen würde. Einfach mal nur fiktiv gesponnen. Jetzt kommen wir aber nochmal hier direkt auf das Skin zurück. Vom Auftragen her hat es wirklich super einfach geklappt. Einfach gleichmäßig verteilen. Ihr könnt das in kreisenden Bewegungen machen. Im Video von Ammo selbst wird es in geraden Bahnen gezeigt. Ich habe es auch hier nochmal so gemacht, aber egal, beide Varianten haben sich super anwenden lassen und es lässt sich auch super einfach auspolieren. Es gibt keine Schlieren, keine Wolkenbildung, also für Einsteiger echt sehr gut geeignet. Beim Punkt der Glanzsteigerung, das ist immer sehr subjektiv, kommt auch immer auf das Licht an und auch auf das menschliche Auge. Hier war es für mich persönlich schwer zu erkennen, ob jetzt hier irgendwo eine extreme Glanzsteigerung stattfindet. Es handelt sich ja hier auch um ein sehr neuwertiges Fahrzeug und da haben wir auch eine sehr gute Lackoberfläche. Wenn ihr das Ammo Skin jetzt zum Beispiel bei einem Fahrzeug einsetzt, was 15 Jahre alt ist und wo der Lack richtig ausgeblichen ist, dann wird auch da eine Kontrastanhebung stattfinden. Davon gehe ich fest aus. Aber so ein Produkt trägt man ja normalerweise auf eine vernünftige Lackoberfläche auf und würde auch ein altes Fahrzeug noch mal wenigstens aufpolieren, damit das noch ein bisschen schöner dasteht. So, und da war es etwas schwierig, dann hier so diese riesengroße Glanzsteigerung wahrzunehmen. Das ist auch ein sehr subjektiver Punkt. Ich habe jetzt extra zwei Schichten aufgetragen, denn es wird auch so empfohlen für maximale Protection. Und deswegen geht das jetzt hier für euch in den Winter-Langzeittest. Es wird hinten empfohlen, das viermal im Jahr aufzutragen. Steht auch nochmal hier groß hinten drauf. Das heißt, wenn wir das Jahr durch vier teilen, kommen wir so in einen Monatszyklus von 3 Monate. Mal schauen, ob das auch wirklich 3 Monate halten wird hier bei uns. Vielleicht müssen wir dann nach 3 Monaten wieder die nächste Schicht auflegen. Dann würde es sich hier hinten mit der Beschreibung decken. Nächster wichtiger Punkt für viele ist die Haptik. Ihr habt eine sehr weiche Lackoberfläche. Danach ist für viele immer ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir noch zum Thema Abperrverhalten. Ihr habt es gesehen, deutlich in den Bildern. Das wird auch definitiv gesteigert. Ob das jetzt zum Beispiel mit dem Polymer Net Shield mithalten kann, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber wir werden mal schauen, ob das hier über diese nächsten Monate so verbleiben wird vom Bild her. Vor allen Dingen auch hier im unteren Bereich, wo der ganze Schmutz dann dagegen fliegt. Und auch nochmal eine wichtige Info für euch. Wir haben auch heute an diesem Tag das Polymer Net Shield auf der anderen Seite aufgetragen, obwohl das Video hier auch vor diesem Video erschienen ist. Wenn noch Fragen sind, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ihr könnt mal reinschreiben, habt ihr vielleicht auch schon mal hier das Ammo aus den USA hierher importiert und damit gearbeitet, weil hier in Deutschland oder in Europa ist es ja nicht ohne weiteres erhältlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.